Yo, was geht ab? Es gibt heute ein sehr trauriges Video und zwar soll der YouTuber-Musiker-Rapper Mr. Wixer von uns gegangen sein. Und zwar soll er wohl nach Angaben seines Managements, würde ich jetzt nicht so sagen, es sieht so aus, als wäre das ein Partner von ihm gewesen. Der hatte nämlich auf Instagram gepostet, leider wegen Herzinfarkt nach der Autopsie, wird Arzt sagen ganz genau, er hat 6. September um 3.30 Uhr gestorben. Also es sind leider ein paar Rechtschreibfehler, es scheint so, als könnte er nicht so gut Deutsch schreiben, aber wir können uns, glaube ich, ein bisschen was zusammenbasteln. Mr. Wixer soll wohl einen Herzinfarkt erlitten haben, mit 29 Jahren habe ich herausgefunden, soll er sein, um 3.30 Uhr. Also wenn man immer mehr nachforscht, dann wird man auf jeden Fall auf Hinweise gerückt, dass man auf jeden Fall herausfinden kann, dass das wirklich sich nicht um einen Fake-Bericht handeln könnte. Beispielsweise hat einer geschrieben, Mr. Wixer ist wohl sehr religiös und wäre auch hin und wieder regelmäßig in einer Moschee ein- und ausgegangen und hätte da gebetet. Ja, und dieser... Ja, ich würde mal sagen, Freund von ihm hat wohl gesagt, dass er an einem oder jenen Tag nicht mehr zurückkam. Meine lieben Freunde, es gibt natürlich einige Fake-Geschichten und einige Hinweise, wo man vielleicht sagen könnte, dass es vielleicht nicht so ist, dass er wirklich das als Promo-Welle nutzt. Beispielsweise, dass sein Track, den er released hatte an jenem Tag oder besser gesagt vor einigen Tagen, kurz nach seinem Tod online gekommen sind. Also ich weiß ehrlich gesagt selber aus eigenen Erfahrungen, dass man bei YouTube auf jeden Fall seine ganzen Videos auf bestimmte Daten so einstellen kann, dass man zum Beispiel sagt, ey, in ein, zwei Tagen kommt das Video, nächste Woche kommt das Video, also dass man sowas automatisiert erstellen kann. Also wenn man jetzt sagt, ey, der hat das hochgeladen und der ist nicht tot, das kann man an solchen Hinweisen jetzt nicht feststellen. Aber was auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein bisschen komisch ist an der ganzen Geschichte, aber ich will mich da jetzt irgendwie jetzt nicht festhalten oder so, aber auf seinem Kanal, auf Mr. Wixer YouTube kann man sehen, dass er wirklich kontinuierlich Videos hochgeladen hat. Ja, ob das jetzt wirklich so geplante Video-Hochladungen sind, also wenn ihr YouTuber seid oder euch ein bisschen damit auskennt, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Man kann die Videos so detailliert online stellen. Ob er das wirklich so gemacht hat oder nicht, ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt bis dato noch gar keine Informationen zu dem ganzen Unfall oder was auch immer passiert ist zu dem Mr. Wixer. Es gibt beispielsweise auch keine familiäre Information, dass sich jemand aus der Familie öffentlich gemeldet hat dazu. Also es bleibt wirklich nur abzuwarten, was da noch auf uns zukommt, Freunde, an Informationen. Ich hoffe natürlich auch selber, dass es irgendwie so eine Art Promo-Welle ist. Ich finde es zwar nicht schön, aber es wäre auf jeden Fall besser, als wenn er wirklich tot wäre. Meine lieben Freunde, also wenn ihr weitere Infos dazu hören wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ich werde mal recherchieren, was da so alles abgeht. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch ein paar Links unten verlinken, aber bis dato habe ich leider auch nur die Informationen, die ich aus dem Internet finden konnte. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Bleibt gesund, bleibt munter und ich wünsche euch was. Peace and out.